Also, Tokyo Revengers. Seit den letzten Wochen werde ich förmlich mit diesem Anime bombardiert. Aber hey, es ist der heiße Scheiß der aktuellen Anime-Season. Und ja, da muss man auch zugeben, die Konkurrenz ist nicht wirklich so stark. My Hero Academia hat seit 10 Folgen Sportunterricht. Ich habe absolut keinen Plan, was in Nagatoro-san eigentlich der Plot sein soll. Auf die zweite Staffel von Fairy Tail habe ich nicht so wirklich Bock. Und wenn ein Anime nur 86 als Titel hat, weiß ich ehrlich nicht, was ich davon halten soll. Vielleicht schaue ich ja mal in das Prequel 69 rein. Die zweite Staffel von Megalobox ist aber richtig sahnig. Da geht eine fette Empfehlung von mir raus. Und übrigens, Anime-Fans, nimmt das Ganze hier bitte nicht zu ernst. Das Ganze war nur ein Spaß. Okay, verstehen wir uns? Das war nur ein Joke. Bitte mach mich in den Kommentaren nicht fertig. Also, Tokyo Revengers. Wie in jedem Isekai-Anime stirbt natürlich der Protagonist. Hä? Aber anstatt in eine Fantasy-Welt geportet zu werden, reist er wieder in die Vergangenheit. Und technisch gesehen ist er auch nicht wirklich gestorben. So kann er auf jeden Fall die Vergangenheit ändern und so die Zukunft damit beeinflussen. Taiman katte kureyo. Wie nutzt er also diese überaus nützliche und nice Fähigkeit? Für den Weltfrieden, für einen Tipico-Wettschein oder um eine Sache aus der Vergangenheit, die ziemlich peinlich war, wieder zu korrigieren? Ja gut, nein, nicht ganz. Er nutzt sie, um seine Waifu zu retten, da sie nämlich in Zukunft von der Gangsterbande ganz schön geradet wird. Nein, 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 ich meine nicht diese Bande, denn die Jungs in dem Anime haben ein bisschen mehr Ähnlichkeit mit dem Typen hier. In Tokyo Revengers wird nämlich die Epoche aus Japan behandelt, wo alle Schüler einfach mal das Josuke Higashikata Cosplay rausgekramt haben. Nein, im Ernst, diese Gangsterboys in Japan gab es damals wirklich. Bei einigen Anime und Mangas in der Vergangenheit konnten wir auch schon sehen, wie das Design der damaligen jungen Japaner genutzt wurde. Doch hier geht es direkt um diese Banden und diese Zeit. Nur eben mit Zeitreisen. Und natürlich in Anime-Form ist das Ganze ein wenig übertrieben. Wobei, bei den Gesichtern kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das genauso abgelaufen ist. Im Grunde ist das Ganze ja auch egal. Ich meine, ihr habt das Video angemacht, um zu wissen, was der Catch ist. Was ist der Spice bei Tokyo Revengers? Warum solltet ihr diese Serie überhaupt erst schauen? Zuallererst, ich habe den Manga gelesen, aber natürlich spoilere ich in diesem Video hier nicht. Ich rede in diesem Video aber schon ein wenig aus der Sicht von meinem Wissen, aber ich spoilere euch trotzdem nicht, deswegen atmet durch, alles wird gut. Denn der Anime ist ein wenig schwierig, um das mal so auszudrücken. Manchmal zoomt er so krass rein, um die Symbole in der Serie zu zensieren, dass ich sogar die Nasenhaare der Charaktere sehen kann. Tokyo Revengers macht aber eine Sache entscheidend anders. Wir haben kein Setting, wo unser Hauptboy Takemichi in die Vergangenheit reist, alles regelt und dann Friede, Freude, Eierkuchenmäßig zurück in die Zukunft slidet. Er wechselt nämlich immer zwischen den beiden Orten oder Zeiten, um zu sehen, was geklappt hat und was eben nicht geklappt hat. Auf diese Weise wird dann sein Ziel, seine Waifu zu retten, insofern anders, dass er nun sein ganzes Team wie Kobe alleine carryen muss. Soll heißen, aus dem einfachen Retten seiner Waifu wurde das Retten von seiner Waifu, seinem Homie, dessen Homie, seinem Nachbar, seinem Hund, einem fremden Typen, der wohl seine Seele beim Videoschneiden verloren hat, und einem anderen Yakuza-Homie muss er auch noch helfen. Mann, mich würde es wirklich nicht überraschen, wenn nächste Woche Mello anrufen würde und seine Hilfe braucht, um Kida zu schnappen. Und es würde mich auch nicht überraschen, wenn Takemichi das Ganze sogar hinbekommen würde. Er ist zwar ein Weichei, aber er hat ein Herz aus Gold. Er will wirklich die Chance, sein Leben zu verändern, nutzen, und das macht vieles der Geschichte aus. Denn obwohl er total schwach ist und nichts gegen diese Monster tun kann, und ja, ich weiß, es hört sich ziemlich komisch an, wenn ich über Mittelschüler rede und ihre Kampfstärke mit dem Wort Monster betitel, aber seien wir mal wirklich ehrlich, wenn ein Typ ein One-Piece-Admiral-Mantel anhat, dann wissen wir einfach, dass er absolut stark ist. Takemichi lässt sich also nicht unterkriegen und macht immer weiter. Dabei muss er aber wirklich viel Scheiße durchmachen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hä? Er heult viel, er kämpft viel und am allerwichtigsten, natürlich gibt er niemals auf, denn er ist ein waschechter Shonen-Anime-Hauptcharakter. Für mich ist aber immer am spannendsten zu sehen, wie Takemichi wirklich den besten Speedrun hinhaut und jedes Item mitnimmt, nur damit er dann bemerkt, dass er was vergessen hat und dann das hier abziehen muss. Oh, here we go again.
Mal abgesehen von Takemichi steckt aber der wahre Charme der Serie definitiv in den Nebencharakteren. Ich meine, kennt ihr noch Mikey aus Disneys große Pause? Naja, lasst es mich so formulieren. Er hat sein Geissigkeitwerden wirklich gut genutzt. In dieser Serie ist er nämlich der typische, hey, ich bin zwar einen Meter kleiner als du, aber ich poliere dir trotzdem die Fresse, Typ. Sein Homie Draken ist dabei so ziemlich der beste Ehrenbruder, den du haben kannst. Seine Son Gohan-Locke ist einfach mal anders dominant. Er hat sich sogar seine Waifu auf den Schädel tätowieren lassen und ich glaube, kein anderer Anime-Charakter kann so einen freshen Style wie er kicken. Dann wäre da natürlich noch Shifuyo, den die meisten Anime-Zuschauer noch nicht kennen werden. Aber lass mich einfach vorher schon mal klar machen, dass er der beste Charakter der gesamten Serie ist. Und natürlich gibt es noch eine Art Gegenfront, nämlich Kisaki, der Eisen-Sosuke von Tokyo Revengers. Mal ehrlich, ich bin mir eigentlich sicher, dass die beiden über irgendwelche Ecken verwandt sind. Wenn der Typ nämlich anfängt, einen Plan zu schmieden, dann schauen sogar Shikamaru und Light dumm aus der Wäsche. Kacke! Versteht mich nicht falsch, ich hasse ihn auch, aber Mann, der Typ bringt einfach einen gewissen Spice in die Story. Ich weiß, über den Hauptcharakter Takemichi habe ich nicht wirklich viel gesagt, was nichts Schlechtes heißen soll, aber der Side-Character-Cast ist einfach zu stark in Tokyo Revengers. Takemichi ist einfach nur ein Good Boy, der ganz genau weiß, was er möchte und auch ganz genau weiß, wie er das Ganze bekommt. Oh. Kontext, okay? Kontext ist hier essentiell wichtig. Sie hat nämlich geheult, er hat sie getröstet. Mehr ist ihr nicht passiert. Was habt ihr denn gedacht? Aber mal Real Talk. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber wir lieben einfach diese Stories, wo ein Typ oder eben ein Girl in die Vergangenheit reisen, um dieses Mal wirklich aktiv einzugreifen. Nicht um sein eigenes Leben zu verbessern, sondern um denjenigen zu helfen, die Hilfe damals dringend benötigt haben. Tokyo Revengers macht genau das, was Erased gemacht hat. Und hey, ich weiß, es gibt einige von euch da draußen, die Erased wirklich richtig nice finden. Mir hat das Ganze auch gefallen, nur das Ende, die Conclusion war nicht so wirklich meins. In Tokyo Revengers kommt aber eine Sache nach der nächsten, die hittet und immer, wenn man denkt, okay, jetzt ist es doch endlich mal vorbei, kommt wieder irgendwas Neues und die Story geht einfach weiter. Das kann sich natürlich in manchen Fällen wie eine künstliche Verlängerung anfühlen. Ich finde jedoch, das macht die Serie umso spannender, da wir immer mehr neue Charaktere kennenlernen, die natürlich, genauso wie Kisaki, die Würze in der Story ausmachen. Und wie bei jeder Gangstergeschichte gibt es natürlich auch den klassischen Kodex. Sie prügeln zwar das letzte bisschen Gehirn aus sich heraus, aber leben immer noch nach gewissen Regeln. Also gut, die machen schon den typischen Rowdy-Stuff und so, aber irgendwie haben sie doch noch ihre in ihren Kreisen. Die Konflikte, die in naher Zukunft noch kommen werden, Stichwort Schrottplatz, stellen das, was aktuell im Anime passiert, völlig in den Schatten. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Manga-Leser das gleiche über mein Wissen sagen würde, denn ich bin auch nicht aktuell, aber hey, ich kann nur von dem sprechen, was ich aktuell weiß und ich find's sehr, sehr nice. Der Rhyme war hier zwar unintended, aber übelst fresh, müsst ihr schon zugeben. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich diese Geschichte in Zukunft noch weiter entwickeln wird. Mann, das Ding hat sogar jetzt schon eine Live-Action-Anime-Adaption, die eigentlich ganz okay aussieht. Die Haare sind dort zwar extrem hochgestylt, aber das Ganze ist immer noch nicht so schlimm wie bei dem Typen hier. Persönlich habe ich auch noch nicht alles vom Manga gelesen. Ich bin ungefähr bei der Hälfte, also habe ich nicht alles gesehen, aber es macht bis jetzt auf jeden Fall einiges her. Ich glaube, gerade Anime-Fans, die jetzt schon mit Tokyo Revengers viben können, werden in den späteren Folgen noch mehr auf ihre Kosten kommen. Kommt schon, Leute, den Hype-Train wollt ihr doch nicht verpassen. Ihr wollt doch mit dabei sein beim Tokyo Revengers-Abenteuer. Und das klang gerade ziemlich wack, um ehrlich zu sein. Aber hey, Tokyo Revengers ist cool, okay? Es ist wirklich cool. Ich bin nur schlecht im Moderieren, okay? Also, schaut das Ganze bitte. Also, das war's gewesen mit diesem Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe natürlich auch, ich konnte einigen von euch Tokyo Revengers ein wenig schmackhaft machen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da und einen Kommentar dazu, wie ihr die Serie findet. Ein Abo auf den Kanal wäre natürlich auch sehr korrekt von euch und folgt mir natürlich auch auf meinen Twitch-Kanal, denn dort streame ich regelmäßig. Also, ja, ich versuch's halt, ich muss ein bisschen reinkommen, deswegen, habt Geduld mit mir, okay? Es kommt so langsam. Also, ich bin mit raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, haut rein.